Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Dienstag, dem 25. Februar 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 791 und heute habe ich die folgenden Themen für euch. YouTube Music, PayPal, Xbox Series X, Photoshop, HomeKit Router, Netflix, Huawei mal 2 und Sony mal 2. Ich beginne gleich mit einer Neuigkeit, die einige freuen wird, die bis jetzt noch nicht von Google Music zu YouTube Music gewechselt haben, obwohl ja eigentlich Google Music schon tot war, bevor es geboren wurde. Aber ja, eine Möglichkeit, die es bis anhin nicht gab, war die Musik auf oder die eigene Musik auf YouTube Musik zu laden. Das gibt's nach wie vor nicht, muss ich euch leider enttäuschen. Aber es ist ein Support-Dokument aufgetaucht und das heißt bei Google, sofern es nicht nach wenigen Tagen wieder verschwindet, dass das Ganze doch kommen könnte, wird oder wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich ein paar Tage gewartet und dann trotzdem darüber geblockt, weil es schaut so aus, als bleibe das Dokument da, wo es ist. Und ich habe auch schon im Netz vom ein oder anderen Nutzer, aber leider nur aus den Staaten, gelesen, dass die Funktion funktioniert. Wie das Ganze genau geht, wenn es euch interessiert, auf daily.geektalk.ch im Podcatcher eures Vertrauens oder generell in den Shownotes findet ihr einen Link dazu, wo ich das Ganze beschrieben habe. Dann geht's über zu PayPal und da solltet ihr mal einen Blick drauf werfen. Wenn ihr beim PayPal die App nutzt und keine Push-Notifications aktiviert habt, geht mal in euer Konto und schaut, ob es Probleme gab, also Probleme, ob es Abbuchungen gab und wenn ja, ob ihr davon wisst. Denn ja, aktuell zumindest eher in Deutschland auftauchend das Problem, dass eben Abbuchungen stattfinden, die nicht dürften. Und das liegt an einem Problem, was sich PayPal noch nicht im Klaren ist, wo das genau passiert. Es gab vor kurzem schon mal eine Sicherheitslücke, die irgendwie Ende Januar, Anfangs Februar aufgetaucht ist und auch sonstige Probleme es gibt. Oder das Ganze soll anscheinend in Kombination mit Google Pay passiert sein. Auf jeden Fall, wer ein PayPal-Konto hat, sollte doch mal nachschauen, ob es bei ihm auch was abgezogen wurde oder nicht. Darf es uns natürlich auch gerne dann via Kommentar oder Social Media mitteilen. Darüber bin ich gespannt. Dann hat der Chef der Xbox-Sparte, Phil Spencer, bei Microsoft ein bisschen geplaudert. Und zwar über die kommende Plattform, also jetzt gerade über die kommende Spiele-Konsole-Generation, die Xbox Series X, die hat nämlich 12 Teraflops GPU-Unterstützung und bietet noch weitere coole Funktionen, wie zum Beispiel, dass man Spiele Smart Delivery kaufen kann, wo man sie will und da nutzen kann, wo man gerade ist. Heißt, ihr kauft was für die aktuelle Xbox One, für die 360 oder was auch immer und kauft euch später dann die neue Series X. Kein Problem, das Spiel wird gewandelt. Finde ich geil. So sollte es überall sein. Weitere Funktionen und was alles noch neu ist, auch das in den Shownotes nachzulesen, da ja sicherlich nicht jeder ein Gaming-Freund ist hier und oder vielleicht auch auf der anderen Seite zu Hause ist. Nintendo oder Sony. Dann geht's weiter mit einem Jubiläum. Gestern feierte Photoshop 10.950 Tage, nämlich genau 30 Jahre Photoshop. Eine ziemlich lange Zeit und ja, ich bin alt, merke ich gerade. Denn ja, irgendwo habe ich die erste Version oder die ersten Versionen auch schon mitbekommen. Was da alles neu ist auf dem Desktop, auf dem iPad und überall, das könnt ihr in einem schön gemachten Blogpost bei Creative Connection direkt bei Adobe nachlesen. Auch das ist verlinkt, wie immer. Dann gibt's auch ein zweites Support-Dokument, was aufgetaucht ist, diesmal nicht von Google, sondern von Apple, und das behandelt das sogenannte HomeKit-Router. Mögt ihr euch noch erinnern, an der WWDC letzten Jahres vorgestellt, der Aufsatz, den man bei Routern machen kann, zumindest wenn man die richtige Marke hat und die dann auch soweit ist, Lynxis und Eero, wie auch immer das ausgesprochen wird, wollen solche anbieten, kommt langsam in Gange. Ich würde mich freuen, wenn mein Routerhersteller der Wahl das auch integrieren würde, aber dazu steht aktuell die Sterne nicht ganz so rosig. Auf jeden Fall dürfen wir gespannt sein und uns freuen für all diejenigen, die es betrifft und die bald ein Firmware-Update machen können. Da gibt's auch eine kleine, in Anführungszeichen, Warnung. Natürlich müsst ihr euer Netzwerk dann nachher neu aufsetzen. Die ganzen Automationen und so weiter gehen natürlich dadurch verloren. Dann haben wir Neuigkeiten zu Netflix. Die führen neu sogenannte Top
Listen ein, die jeweils pro Land funktionieren, heißt Deutschland, Schweiz, Österreich und all die anderen lustigen Länder auf dieser Erde, bekommen in ihrer App eine Top-10-Liste angezeigt. Also das, was all die anderen um euch im Land auf dem Streaming-Service schauen, und zwar pro Filme, also für die Filme und auch für die Serien. Vielleicht kann man ja so auch Neuigkeiten entdecken. Dann war gestern ja der erste Tag der Hashtag NoMVC, keine MVC war ja, aber natürlich haben der eine oder andere Hersteller ein bisschen was gezeigt. Zum einen hat Huawei sein MatePad Pro vorgestellt. Das ist das Tablet, das neue, 10, irgendwas Zoll war es, mit 90% Bildschirm, Screen-to-Bildschirm-Ratio, 10,8 Zoll Display, genau. Viel Technik drin. Das Beste oder das Interessanteste, wie ich finde, daran ist die Reverse-Ladefunktion, dass man quasi es auf das Display legen kann, hinten drauf das Telefon legen kann und schon hat man ein Wireless-Ladepad. Das finde ich cool. Da könnten sich andere eine Scheibe von abschneiden. Dann hatten sie auch vorgestellt, unter anderem das Mate XS. Das ist das zweite faltbare Smartphone aus dem Hause Huawei, das es jetzt auch nach Europa schaffen wird. Wir werden es auch hier in der Schweiz bekommen und zu bestellen haben. Per 2. März kann man es vorbestellen. Ausgeliefert wird per 16. März. Man muss nur das eine oder andere Fränklein, jetzt spreche ich schon komisch, den ein oder anderen Rappen auf der Seite haben. Es kostet nämlich 2.499 Schweizer Franken. Dafür bekommt man schöne Technik, die vielleicht gut ist. Man weiß es nicht, weil man es speziell ich noch nicht in den Fingern gehabt hat. Auf jeden Fall schaut die Technik extrem spannend aus und ich würde es mir gerne mal ein bisschen genauer anschauen. Dann haben wir gehabt, gestern in der Frühe um 8.30 Uhr, also mitten in der Nacht, hat Sony schon seine alljährliche eben nicht Mobile World Congress Geschichte abgehalten. Wie bei Huawei war es eine sehr geschnittene Folge oder Aufführung vor Publikum im eben nicht Publikum, nämlich in live ins Internet gestreamt, und sie haben gezeigt zum einen das Sony Xperia One in der 2. Edition 5G mit viel Kameratechnik, mit ganz viel Kooperation, genauer gesagt 2 an der Zahl, eine in Musikbereich Tidal und einen Bereich Spiele, Call of Duty kommt für das mobile Gerät. Viel Technik drin, der Preis ist aktuell nicht für die Schweiz bekannt, in Euronen sind es 1199 und auch die Verfügbarkeit ist aktuell noch nicht kommuniziert worden. Da bin ich gespannt, wenn es dann kommen wird. Und auch gezeigt haben sie das kleinere Modell, das Sony Xperia 10 in der 2. Version und auch noch ein günstiges Einsteigermodell, das Xperia L4. Wer dazu mehr lesen möchte, Links sind wie immer in den Shownotes mit drin. Und das waren es die Neuigkeiten, die ich für den heutigen Dienstag für euch bereit hatte. Wenn ihr mögt, würde ich mich freuen, wenn wir uns auch morgen wieder hören. Euch einen erfolgreichen und schönen Tag und bis bald. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.